Vor 40 Jahren hatten wir noch eigene Geschäftsräume am Bahnhof, die allerdings inzwischen verloren gegangen sind. Wir hatten einen Geschäftsführer. Wir waren also als echtes Unternehmen unterwegs mit riesigen Aktivitäten, bis zu 10 Ausstellungen im Jahr, nur um zur Schanze noch mal etwas zu sagen. Ja? Und es wurden Künstler veröffentlicht, die mit uns ausstellen, Gäste und Mitglieder, 70 Mitglieder. Das war also die Vielfalt der Schanze. Und von neun Musen waren 6 in der Schanze beheimatet. Das ist also ganz einfach mal diese Formel Schanze. Ich bin A, Grafiker und war B, auch als Musiker unterwegs, über 51 Jahre. Und das, was sich auf dem Weg gebildet hat, die Überlegungen, wie man Töne in die Farbe umsetzen kann. Das war also ein Projekt, was ich mit einem Architekten, der das Stadttheater mitgebaut hat, Max von Hausen, mit dem habe ich es in den 50ern und 60ern erörtert und diskutiert. Und das Ergebnis sehen Sie, das sind also Überlegungen, aber auch praktische Umsetzungen. Wenn Sie ein Werk kreieren, wie gehen Sie denn da künstlerisch vor? Also mit welcher Technik arbeiten Sie? Wie arbeiten Sie da Schritt für Schritt? Meistens ist es so, dass ich, oder immer ist es eigentlich so, dass ich den Fotoapparat zur Hand nehme. Ich fotografiere eine Situation, die ich gerade erlebe, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel, kommt mir sehr entgegen, weil die Situation des Fotografierens ist so kurz, sollte ich dann skizzieren oder sitzen und versuche zu zeichnen, wäre die Situation, die ich mit dem Fotoapparat festhalte, wäre schon vorbei. Und deshalb finde ich also das Fotografieren in dieser expliziten Situation, wie Sie es auch hier erleben, für mich so entscheidend, weil gefühlsmäßig und die Empfindung, die ich dabei habe, kann ich nur auf diese Art umsetzen.